So, ja, so lässt sich's hier doch viel, viel besser vorankommen. So, und auch wenn wir jetzt hier langsamer vorangehen müssen, funktioniert das um einiges besser und schneller. Stellen wir hier nochmal ein Schild auf, wieder als Warnung. Ist der Schnee nicht ganz so tief, da können wir ein paar Schritte mal schneller vorangehen. Davon ist auch mal nur bergab. Ja, scheiße, natürlich, die nehmen jetzt da Schaden, auch die Lieferung für die Wetterstation, aber ist auch nicht weiter schlimm. Das sollte sich eigentlich in Grenzen halten. Ja, mach mal, ich die Lieferung für den Arzt war jetzt nicht die größte. Ich hoffe mal, das reicht schon, den ans Netz zu bringen. Das ist nämlich eigentlich eine ganz gute Sache, wenn wir den da drin haben. Oh, scheiße, die sind schon kaputt. Nicht sehr standhaft gewesen. Oh shit. Nee, falsche Taste. So. Wäre fast schief gegangen. Schaffen wir uns mal hier vom Hals. Oh, jetzt sind wir mal ein bisschen Schaden dadurch genommen. Kacke, ich glaube doch. Hört sich an, als ob da jemand unsere Fährte aufgenommen hat. Oh Gott. Weiß gar nicht, vielleicht war das mit dem Arzt doch nicht die allerstärkste Idee, aber... Naja, geht eigentlich schon. Den da eigentlich noch gerne auf meine Seite bringen. Passt eigentlich ganz gut, dass wir da so einen Auftrag dafür haben. So. Ach scheiße, ist doch noch einer vor uns da mal in der Nähe. Thank you.
runtergehen, ohne zu viel Krach zu machen. Natürlich will ich da hier noch aus dem Weg haben. Sieht eher nicht danach aus, ne? Das ist zu steil. Ich versuch's mal einfach. Ach, scheiße. Ah, das war eine Schnapsidee. Bisschen Gas geben hier. So, wir sind aus dem BT-Gebiet raus. So, sind wir jetzt auch gleich wieder in Mount City angekommen, denn der Arzt, der ist da. Ja, der ist eigentlich nur so ein paar Schritte davon entfernt. Kann man immer ganz gut nutzen, um da Aufträge zwischen den beiden Standorten hin und her zu verschieben, sofern wir an beiden noch Aufträge haben, denn bei Mountain North City ist das ja aus bekannten Gründen noch nicht der Fall. Natürlich wieder hammerhart an unserer Ausdauer. Aber dafür haben wir ja dieses schöne neue Geländesklett, dass das uns dabei behilflich ist. Drüber, der da zwischen diesen Bergen hängt. Naja, haben wir aber notfalls auch noch ein paar Hilfsmittel für getankt. geht das? Nein, das geht nicht. Das war scheiße. Oh Gott. Komm gleich wahrscheinlich mit komplett zerstörter Fracht bei dem Arzt an. So, das können wir mal hier liegen lassen. Ist eh nur noch verbraucht alles. Schleudern wir mal eben weg. Hat keiner gesehen, oder? Und ist auch keinem Boten da unten auf den Kopf gefallen. So, dann sollten wir mal eben das Baby hier noch beruhigen. Ja, alles fit. Thank you.
Schlafe, mein Kindchen, schlafe schon ein. Daumen hoch, jawohl, ja. Wenn ich Kekse dabei hätte, würde ich dir jetzt eingeben, aber... dürfte wahrscheinlich schwierig werden, das arme Kind zu füttern. Meine Nahrung ist auch nicht wirklich ein Problem, was die haben, oder? Naja, so, also hier... hätten wir definitiv nicht einfach so runterspringen sollen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch der bessere Weg gewesen, wären wir da mitten durch Mountain North City gegangen. Ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Um das nochmal freundlich auszudrücken. So, für ein paar Meter reicht es noch. Aber jetzt hängen wir so ein bisschen hier. Ne, hängen doch nicht in der Luft. Jo, passt genau. Ja, perfekt. Hätten wir ja besser gar nicht machen können. So. Oh, scheiße, Mann. Ja, die Dinger, die ganzen Dinger sind gleich echt volle Pulle im Arsch, ey. Jetzt schon das dritte Mal, dass wir damit gestürzt sind. Ja, vielleicht hätten wir diesen Umweg, den hätten wir uns bei der Scheiße, die wir jetzt eigentlich hier gebaut haben, hätten wir uns den eigentlich sparen können, aber was soll's, ist jetzt auch wurscht. Eventuell haben wir zumindest bei dem Arzt noch ein paar Aufträge, die wir auf dem Weg auch noch mitnehmen können. So, wie kommen wir jetzt am besten darüber? Das ist hier die Frage. Wahrscheinlich mit, wahrscheinlich durch Abseilen. Ich hoffe, da ist unten da vor dem Fluss. Ah, das, ja, okay, da ist ein bisschen Platz. Nicht, dass der jetzt direkt so tief ist, dass der uns da mitreißt. Sieht aber nicht danach aus. Ne? Da ist noch ein bisschen Platz, da können wir uns sicher hinstellen. Oh, da sind rote Felder da vorne in dem Fluss. Ja, komm, da nehmen wir hier, da nehmen wir hier eine Leiter. Uns das Ganze nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Oh, eine heiße Quelle haben wir auch noch hier. Ja, warme Füße, das ist echt gut. Ich glaube, wir ruhen uns noch mal hier kurz ein bisschen aus. Nach dem ganzen Stress haben wir uns das verdient. Lädt sogar unseren Energy Drink mit auf. So. Verdauungsbad im verborgenen Tal. So, dann können wir dem Arzt jetzt diese heftig angeschlagene Ware hier liefern. Oh Mann, das hätten wir besser machen können. Naja, gut, was soll's. Werden wir wahrscheinlich nicht die beste Bewertung für kassieren. No major damage, as far as I can see.
Oh, 19% waren es doch nur. Ah, okay. Ist zumindest unter der Grenze. Hatte eigentlich befürchtet, dass das noch mehr wären. Aber okay. Wird wahrscheinlich nicht für einen S-Rang reichen, denke ich mal. Nee. Reicht das denn, um ihn ans Netz zu bringen? Jawohl, das ist gut. Dann hat sich das Ganze doch noch gelohnt und das Ganze kommt zu einem guten Ausgang. kann man mit zufrieden sein. So. There's something I've been meaning to ask. Would you help me join the UCA? Aber immer doch. Being a part of it ensures more people get the medical attention they require. Then it's well worth the hassle. Machen wir doch sehr, sehr gerne. Das zeigt nämlich, dass wir doch noch was Produktives getan haben. Und von ihm die Sachen, die er beisteuert, die sind immer eine große Hilfe. So. Neuer Strang geknüpft. Das sieht richtig schön aus hier. Excellent, ja. Thank you for that. I might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. You're more than welcome to it. Oh, immer her damit. Das sieht sehr, sehr nützlich aus. So, Feldflasche wurde auf Stufe 2 verbessert. Ja. Dadurch wird mehr Ausdauer hergestellt. And as you know, every life that's saved is one fewer BT to deal with. Which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. Okay, ja, dann würde ich sonst mal sagen, das war an dieser Stelle dann fürs erste Mal einen kleinen Break wieder einlegen. Jetzt schon war fast bei 3 Stunden angelangt und ja, ich denke, da ist es einfach mal wieder Zeit, eine kleine Pause einzulegen. Nach dem ganzen Stress, den wir uns jetzt hier durchgemacht haben, beim nächsten Mal geht es dann weiter. An dieser Stelle, wo wir jetzt hier aufhören natürlich und ja, wollen wir schauen, ob wir es irgendwie schaffen, die gute Lockner umzustimmen. Gut, ja, dann sage ich sonst an dieser Stelle, wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sag dann, wie immer, wie ihr das kennt, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.